So, da sind wir wieder. Ich kann immer noch nichts machen. Ja, weil der Controller sich ausgeschaltet hat nach 5 Minuten. Das ist der Energie. Warum hast du eingestellt? Der Energiesparmodus. Das ist überdämlich. Toll, super. Ja, ist echt super. Kann man auch ausstellen. So, kannst. Schön, wa? Nutzlos. Ja, stimmt. Das gibt mir das Leben erstmal wieder. Dagegen kann der Controller durchgängig leer sein, oder was? Wenn ich mich richtig erinnere, wäre der voll der unfaire Hurensohn. Der erinnert mich ein bisschen im Moment am Kampfstil her am Proto-Man. Vielleicht ist es auch einfach nur Proto-Man. Ne, Proto-Man wär immer eigentlich so dein Bruder, der Netz trotzdem zu lösen. Alter, manchmal springt der auch so ultra. Kam eigentlich Proto-Man in X4? Ne, oder? Proto-Man hat ja auch erst im ersten Mega Man gelebt. Warte mal, wieso? Ich denke, der ist ein Roboter, der kann gar keinen Bruder haben. Mann, das ist halt der. Proto-Man war das erste Modell. Oh! Aaron mag ja übertrieben Proto-Man. Ja, und ich habe echte Meinung. Warum? Weil Proto-Man übelst der Klischee-Charakter ist. Warum das denn? Man meldet jetzt einfach so Pseudo-Bad, das ist wieder. Das ist doch Zero auch. Ja, Zero mag ich ja auch nicht. Aaron mag ja auch Zero. Warum magst du keinen Zero? Mann, weil es halt wirklich. Das ist selber, warum ich Accelerator nicht mag. Nee, das ist ein bisschen übertrieben, Alter. Accelerator. Weißt du? Zero hat ja sogar ein eigenes Spiel, ne? Boah, Junge. Okay, neue Taktik. Ausbrechen. Oder jemanden, die ihn reinbauen. Keine gute Taktik, ich verstehe. Und wir wissen immer noch nicht, von wo wir Subtanks herbekommen. Alter, jetzt spammt er gerade diesen Angriff, der am schwersten auszuweichen ist. Ich muss jetzt gerade die ganze Zeit machen, das ist einfach übelst Nintendo-Boss. Ich glaube, du kannst ihn auch attackieren, wenn er außerhalb des Bildschirms ist. Kann ich auch, aber... Ja, ich habe gerade schon hart Zeit, um zu dodgen die ganze Zeit. Ich will die Stage nicht nochmal machen müssen, aber ich glaube, ich bin Game Over. Oh, ich ist so zum Kotzen, das ist so kacke gemacht einfach. Hat er eine Schwäche? Ich weiß es nicht, aber okay, das ist großes auszuprobieren. Wie heißt er nochmal? Death Wild. Okay. Wild, Mega. X. Weakness. Schau jetzt nach. Weil Mega Man Knowledge. Level XP. Was? XP. Man kann man leveln oder was? Weil The Day of Sigma. Du bist gerade bei Mega Man History drin und Spaß. Ja, da waren die Knowledge von ihm, also. Ja, Joyce. Ja, schön verkackt einfach. Einfach ganz verkackt. Mann, was soll das? Wieso machen die jetzt auch noch im Internet Werbung für sie? Mann, weil. Sonst guckt keiner ihren Kanal. Und sonst war auch nicht, aber. Naja, ist halt. Wir schleimen uns wenigstens nicht bei jedem ein. Oh, ich kann alle Attacken haben, unterschiedliche Effekte, wenn ich sie auflade, habe ich gerade wirklich festgestellt, endgültig. Tornados sind, werden dann Torpedos werden zu Ficken. Torpedos werden dann zu Piranhas bestimmt, ne? Ne, die werden zu Tornados. Da waren es vielleicht? Warte, das kann sein, dass es wirklich die. Alter, ich hasse diese Stage. Und sie ist wirklich echt billig. Der Wild ist eigentlich überleicht. Da bloß ein Angriff, der mega nervig ist. Seine komischen Bodenangriffe da. Ja, ich hab schon gesehen. Jemand X-Bosses.
Ja, was soll man sagen? Manchmal ist es mit den Hits voll komisch in dem Spiel. Du kannst mal. Irgendwann hat sich Schildkröte gewonnen mit einem aufgeladenen Schuss, ne? Main 8 vs. Berg, Mandrill, Mandrill, Armadillo. Ja, ja, ich geh grad runter. Ich geh grad runter. Storm Eagle, Flame Mammut. Wir hätten Flame Mammut als letztes machen sollen, steht hier. Ja, ist mir egal. Feinest Boss Spider. Das ist Wild ist keine Spinne, da bin ich mir ziemlich sicher. D-Rex. Wolfstigma. Also wie kommt, keine Ahnung, ja. Storm Eagle macht den Dreifachen deines Blaster Damages. Ja. Steht hier. Die Fähigkeit von ihm oder was? Ja. Auf wen? Oh Mann! Auf Gegner. Weil kriegt am meisten Schaden von Rolling Schild und Homing Torpedo. Danke, das wollte ich nur wissen. Mehr brauchst du gar nicht gucken. Du hättest einfach nur eine Sache nachgucken müssen. Aber hast du lieber erstmal die Mega Man X History ausgepackt? Naja, ich war ja gerade. Nein, das ist Bullshit! Halt's Maul, du dummer Scheiß. Ist nicht. Harzer, nein. Wir haben nur ein Leben wieder. Echt? Ja, wegen dieser Scheißszene, die da hinten gleich kommt, weil die ist die bekloppteste Szene im ganzen Spiel. Ich hasse einfach so eine. Scheiße. Wirklich, das war der einzige, was ich von dir wissen wollte, wie seine Schwäche und Defekte an die History auszupacken, wer mit wem mal zusammenkommt und wer von wem der Vater ist. Und dann die Fanfictions, wo Mega Man auf einmal Deutsch wird. Alles klar, Mega Man Fanfictions, kann ich ja mal vorlesen. Okay, das ist aber nur Mega Deutsch. Man German. Ist klar, dass du im Vorlesen nicht gut bist, ne? Fanfic. Weiß ich. Aber das macht keinen Unterschied, mein Freund. Ah. Fanfic zu Mega Man, Fanfic suche, Animex. Dragon Ball im Chaos. Das Dream Tomb aus Dragon Ball im Chaos. Naruto, Mega Man, Beyblade, Humor, Crossover. MS Ding, Serpent Zed Parodie. Halt doch bitte den Maul. Du weißt, dass Serpent Zed ist, wenn man dann sich selber reinzieht, ne? Ah, wenn man so ist, so ja. Jenny traf auch immer auf Zero. Oder was? Okay, Endline Summer. Endline Summer? Ich kann dieses Spiel nicht, ich bin zu schlechter. Du lenkst mich komplett ab, weißt du eigentlich? Genau. Ja, was ist das? Guck mal, ich muss mich auf Endline Summer konzentrieren. Ensam. Ist doch scheißegal. Summer. 7 Minuten verschwinden für nichts. Ich Verdammt, ich komme da nicht rein und dann denkst, kann ich mir die PDF runterladen? Nein, du musst mich. Ich will mich hier nicht anmelden, Alter. Welche Seite ist das denn? Animex. Ja, aber es ist Fanfiction. Fanfiction.net. Oh nein. Das sind jetzt die hochqualitativen. Warning, yaoi, don't like, don't read. Es ist mir so peinlich, wie scheiße ich dieses Spiel einfach spiele. Und es gibt nichts, was du dagegen tun kannst. Na, kann ich auch nicht, weil dieses Spiel an manchen Stellen echt unfair ist. Alter, jetzt pack ich gleich die Wrestling-Fanfictions raus, Alter. Wenn dann so kommt, in einem Bus, der Seth Rollins fesselt und auf einmal dick sein Trollen anfasst. Was? Aber weißt du mir diese Geschichte? Also ja, erinnere mich. Oder wenn auf einmal Undertaker gegen Brock Lesnar um die Liebe von Paige kämpft. Alter, was zum... Wrong Best Friends. Mega Man and Roll. Roll ist die Olle. To love your best friends. Yes, I'm passing sign on the girl. Nein. Ich brauche welche auf Deutsch, Alter. Der schlechteste Manga aller Zeiten. Mega Man NT Warrior. Und nicht NT Warrior, dieses, wo die im Spiel sind. Ja. Das mochte ich wohl. Was passiert, wenn du den auflädst? Ja, aber ich glaube Piranha. Mal, wir zeigen jetzt mal einen durch so. Den will ich nicht so verschwenden. Weil ich brauch den. Den kann ich auch aufladen. Ah. Okay.
Was denn ist das? Der Schuss ist voll nett, ne? Ja. Weil der sich so spaltet und das. Ich will jetzt eine Fanfiction zum Mega Man! Pack Wrestling Fanfictions aus, die sind viel besser. Realistischer. Moment. Metal Gear Fanfictions. Nein. Erwartest du denn, dass Metal Gear Fanfictions kommt? Naja, aber. Was man sich so denkt, ne? Ich komm da nicht hin, ich krieg's kotzen. Du musst Sprintsprung, glaube ich. Mal. Es geht so scheiße hier aber mit Sprinten. Das wirst du ja sehen eigentlich, dass ja, es ja gut geht. Weil die Plattformen sind zu klein dafür. Ich hasse so eine. Diese Stelle ist wirklich richtig Krebs einfach. Auf den Erfinder davon an. Oh, dein Kopf scheint schon zu machen. Ah, Mann. Zu was können wir denn noch Fanfiction? Oh, Johnny Test Fanfiction. Da können wir den kranken Scheiß auspacken. Nein, nicht. Ihr kranker Scheiß ist das. Ihr guckt so mal an, wie lächerlich aber diese Stage ist. Wer baut denn so eine Kacke zusammen, weißt du? Mario Meckermacher. Ja, Mario Maker. Weißt du, warum Mario Maker einfach Kacke werden wird? Warum? Weil Leute huren sollen und die nur dumme Stages machen werden. Ich habe jetzt schon ein paar gesehen, die ganz cool sind. Zum Beispiel haben wir schon zu Legend of Zelda eine gemacht, wo man dann im Dekobaum eine Stage macht. Oder diese. Es gibt schon echt coole Stages, also. Na, man kann ja auch dort nach beste Dings ordnen, ne? Dann gibt es bestimmt auch Kaizo-Stages dort. Und man kann aus jedem Mario. Ich hol's mir für Wii wahrscheinlich. Aus jedem Mario kann man ja Sachen verwenden, ne? Ja. So, die auch die ganzen Bosse und sowas. Mhm. Sprich, man könnte komplett New Super Mario Bros. Damit erstellen. Oder halt auch, du könntest so einen Boss-Rush machen, wenn du Bock drauf hättest, ne? Ja. Es gab jetzt zum Beispiel ein Level, das war mega cool. Habe ich mir bei einem YouTuber angeschaut. Und zwar? Weiß nicht mehr welcher es war. Das war, du warst auf so einem Schiff. Ja. Dieses Schiff war mega groß. Das war irgendwie in den Top 10 geratet. Deswegen haben es bestimmt viele gemacht. Auf jeden Fall gab es dann auch ganz viele Türen noch und war recht groß das Level und ziemlich gut gestaltet. Das war ziemlich, ziemlich, also weiß schon. Man konnte halt ziemlich viel machen. Also ich spiele eigentlich schon draußen, Mario Maker. Ja. Es ist rausgekommen und das, was ich bis jetzt gesehen habe, war nur in der Presseedition, also. Wo die Leute, die das bekommen für die Presse, Level und sowas machen können. Und das ist ziemlich nett, also. Das muss man dazu sehen lassen. Hello, Glamglams. Glam? Oh, sorry. Glamglams. Glamglams. Was ist dein Problem? Okay, ich hab wieder zwei Leben. Weil ich jetzt auf Exit Game, ich hab mich auch erschossen. Ich hab auch jetzt Harakiri gemacht. So. Genre Romantik. Kann ich das nicht lesen, ohne angemeldet zu sein? Ich hoffe, ich hau ihn aber okay. Über den Damage. Oh, muss ich diese überdämliche Bossphase nochmal machen. Nee, ein Glück nicht. Mega Man X Roll, Lan X Milo. Alter. Oh, es hat einfach gewechselt gerade. Ich habe gerade die Vermutung, dass die gleich hier reinkommen werden. Ja, das ist eine schlechte Vermutung. Alter, dieser Boss ist so kacke. Verreck einfach hier. Oh, das war seine Schwäche. Ja, der hat mehrere Schwächen. Der hat zwei Schwächen, habe ich dir gesagt. Ja, nur. Die eine hat er auch über Damage gemacht, die Gummischaketen, aber weil er keinen Bock mehr auf ihn gehabt, der ging mir auf den Sack, der Typ. Jetzt ist er tot, kommt nächsten Teil wieder, so wie Sigma. Spoiler Alert. Ja, wir beenden den Part, bevor die hier reinkommen. Alles klar. Schönen Abend, schönen Tag, was auch immer und tschö.